Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Review und zwar dieses Mal zu Tsubasa Reservoir Chronicle. Das ist ein Manga von Clamp, der ist aus dem Jahr 2003 und ist mit 28 Bänden abgeschlossen. Ich muss ja so langsam meine ganzen Reviews mal abarbeiten. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger, manche stehen schon ziemlich lange auf meiner Liste und das tut mir auch sehr leid, aber ja, ich habe momentan noch so viel auf meiner Liste stehen, was ich machen muss und die Weihnachtszeit ist immer so hektisch, deswegen sorry, wenn das alles ein bisschen länger dauert. Aber egal, zurück zur Review. Ja, also in Tsubasa geht es um einige altbekannte Clamp-Charaktere, wie zum Beispiel die Prinzessin von Cloud Country in diesem Falle, in diesem Manga. Und zwar ist das unsere Prinzessin Sakura. Wir kennen sie als Sakura aus Cardcaptor Sakura. Genauso wie Xiao Lan. Das ist ihr guter Freund, der gute Freund der Prinzessin. Die beiden kennen sich aus Kindertagen. Und er ist oft unterwegs. Er war früher nach Colo Country gezogen mit seinem Vater, weil dieser in den Ruinen Ausgrabungen gemacht hat. Und Shaolan macht dies jetzt auch, seitdem er tot ist, oder hat es auch schon vorher gemacht. Ist allerdings jetzt viel unterwegs, ist jetzt nach langer Zeit mal wieder da und Sakura freut sich mächtig, dass er wieder da ist. Ja, außerdem gibt es da noch Toya, ihren Bruder, und Yukito, den Priester von Colo Country. Als wir die beiden das erste Mal kennenlernen in diesem Manga, sprechen sie von dem Schicksal, dass ja, Sakura und Shaolan halt vom Schicksal füreinander ausersehen sind und dass Sakura die Kraft hat, die Welt zu verändern. Und diese Kraft wird ja allerdings noch zum Verhängnis im Laufe der Geschichte und Sakura weiß darüber natürlich nichts. Ja, Sakura ist in Shaolan verliebt, will es ihm öfters sagen. Allerdings klappt das nie so wirklich. Immer kommt irgendwas dazwischen, immer stört irgendwer. Und ja, kurz darauf hat sie eine Vision, in der auch Shaolan vorkommt. Und kurz nach dieser Vision geht sie dann erstmal in eine der alten Ruinen, in der Shaolan auch Ausgrabung macht. Dort sieht sie ein Zeichen auf dem Boden. Shaolan kommt hinzu und als sie dieses Zeichen berührt, passiert plötzlich etwas. Überall tauchen plötzlich Gestalten auf und greifen Cloud Country an. Toya und Yukito verteidigen alles so gut es geht und kämpfen. Und während Shaolan und Sakura in dieser Ruine sind, erwacht Sakuras Kraft und in diesem Moment fliegen alle ihre Seelenfedern, ihre Erinnerungen fliegen von ihr fort und Shaolan versucht sie zu beschützen und ja, will, dass ihr nichts Böses passiert, allerdings kann er das nicht verhindern und als die Federn dann verschwunden sind, sind natürlich ihre Seelenteile verschwunden und Yukito, der Priester, schickt die beiden zur Hexe der Dimension, denn ohne diese Federn und ohne ihre Seele stirbt Sakura und Bevor die beiden bei dieser Hexe ankommen, kriegen wir einen kleinen Einblick in zwei andere Charaktere, die in diesem Manga eine wichtige Rolle spielen. Und zwar ist das einmal Kurogane. Er ist ein Kämpfer von Prinzessin Tomoyo. Es ist eine andere Dimension. Also sie kommen alle aus verschiedenen Dimensionen. Darum geht es halt auch in diesem Manga. Und ja, Prinzessin Tomoyo schickt Kurogane zur Hexe der Dimension. Kurogane ist ein ziemlich ungehaltener Typ, er ist sehr stark, er liebt das Kämpfen, aber keiner ist so stark wie er in der Dimension, in der er momentan ist. Und ja, wer dann noch dazu stößt, ist Faye. Versetzt einen König in Schlaf, als wir ihn kennenlernen. Er ist ein Magier und geht von selbst zur Hexe der Dimension. Ja, als sie dann alle bei der Hexe der Dimension sind und dort auftauchen, wusste diese natürlich schon, dass sie kommen. Sie hat sie schon erwartet. Und sie sagt den dreien halt, dass sie zusammen durch die Dimension müssen und durch die Dimension reisen müssen, dass die drei zusammen durch die Dimension reisen sollen und Sakuras Federn halt dort finden und halt jedes Mal ein Stück ihrer Erinnerung zurückkommt, wenn sie eine Feder bekommt. Allerdings müssen sie dafür alle einen Preis zahlen. Kuroganes Preis ist sein heißgeliebtes Schwert. Er gibt es nur widerwillig weg und sagt, dass er es sich wiederholen wird. Faye muss als Preis seine Tätowierung auf dem Rücken bezahlen. Er will erst seinen Stab anbieten, der für ihn ziemlich wertvoll ist. Allerdings will die Hexe der Dimension unbedingt diese Tätowierung, also gibt er seine Tätowierung her. Und Shaolan, bevor die Hexe der Dimension nur irgendwas sagen kann, sagt er schon, ist egal, ich bezahle jeden Preis.
Doch sein Preis ist der höchste, denn auch wenn Sakura ihre Federn alle wieder haben sollte, sie wird sich nicht mehr an Shaolan erinnern. Das ist sein Preis, den er zahlen muss. Und ja, die Hexe der Dimension, Yuko heißt sie übrigens, stellt den dreien, beziehungsweise den vieren, Mokona zur Verfügung. Denn Mokona ist so ein kleines, flauschiges Etwas. Wir kennen es aus zum Beispiel Magic Knight Ray Earth auch. Und ja, Mokona wird sie durch die Dimensionen bringen. Und ja, damit beginnt die Reise durch die Dimensionen. Sakura verschläft dies alles. Und als sie in der neuen Dimension dann aufwachen, bis auf Sakura natürlich alle, findet Faye eine Feder, die an Shaolans Kleidung klebt und gibt diese Sakura und dadurch geht es ihr schon mal etwas besser. Sie bekommt etwas mehr Farbe, ihre Körpertemperatur erwärmt sich und ja, sie sind jetzt in der Republik Hanshin. Sie sind bei Arashi und Sorata. Wir kennen die beiden zum Beispiel aus X von Clamp, also X1999. Ja, sie erklären denen so ein bisschen die Welt. Jeder hat ein, ja, Kudan nennt sich das. Das ist, ja, es sind so Kräfte, sozusagen so Wesen, mit denen sie auch kämpfen. Und jeder von ihnen hat das da und oft gibt es deswegen auch Streit. Und ja, als Shaolan dann schläft, erscheint ihm im Traum ein Flammenwesen, das ihm Kraft anbietet. Und natürlich sagt Shaolan, ja, ich bin bereit, ich will Kraft. Ja, als er aufwacht, denkt er natürlich, das war ein normaler Traum, war es aber nicht. Als die vier, beziehungsweise die drei, Mokona zähle ich jetzt mal nicht als vierte Person unbedingt, in die Stadt gehen, bekommen sie einen Bandenkampf mit. Sie sind natürlich eigentlich auf der Suche nach Federn, aber so ein Bandenkampf lässt sich leider nicht so einfach übersehen. Und dort sehen sie zum ersten Mal Kudans live in Action. Und als dann ein Kudan, ja, sie bedroht sozusagen, sie in eine brenzlige Situation bringt, ja, schießt auf einmal aus Shaolan dieser Flammenkudan heraus und beschützt ihn sozusagen. Und ja, das war höchst dieser Traum. Das war nicht einfach nur ein Traum, sondern es war ein Kudan, der ihn erwählt hat. Und ja, das ist eine grobe Zusammenfassung des ersten Bandes. Es ist an sich ein guter Manga, allerdings ist der oft verwirrend. Was ich schön finde, wir sehen wirklich alle möglichen Leute aus Clamps Mangas. Ich mag das ja sehr. Chi war übrigens auch im ersten Band dabei. Sie wurde von Faye erschaffen und hat Faye halt viel Glück gewünscht und sozusagen und soll auf den König aufpassen, den er in den Schlaf versetzt hat. Und ja, ist auf jeden Fall ein toller Manga. Die 28 Bände sind wirklich super. Aber wenn man es wirklich so nach und nach erst liest und als es neu erschienen ist, waren ja immer 2-3 Monate dazwischen, bis ein Band erschienen ist, dann ist das schon so ein bisschen so, Moment, was war da jetzt, wie ist das jetzt, wo ist jetzt, wie war, wo, was? Das ist so ein bisschen verwirrend gewesen. Also man musste das schon zusammenhängend wirklich hintereinander weglesen, finde ich, da einfach so viel da passiert und so viele Leute darin vorkommen. Und es ist dann schon ein bisschen so verwirrend, aber es ist an sich ein richtig toller Manga. Clamps Zeichenstil ist super schön und ich finde, es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich kann es nur empfehlen und ja, das war's zu Tsubasa Reservoir Chronicle. Es wird dieses Wochenende, denke ich, noch eine kleine Shop-Review geben. Und zwar habe ich mir etwas von Sailor Moon bestellt bei einem englischen Online-Shop. Und ich wollte ja sowieso anfangen mit Shop-Reviews und dort möchte ich dann gerne eine Shop-Review zu machen. Ich denke, dass es dieses Wochenende noch kommt. Und ich habe heute einen Weihnachtsbaum gekauft, eine richtig riesige Tanne, die werde ich nachher dekorieren. Und falls ihr Lust habt, da so ein bisschen mal zuzuschauen, was ich so an dem Baum hänge, dann mache ich da gerne auch noch ein Video bei und zeige euch, was ich so an den Baum hänge und wie er dann nachher aussieht. Also falls ihr da Interesse dran habt, falls ihr sehen wollt, wie bling-bling-mäßig mein Baum sein wird. Und ja, das war's dann und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.